Es ist irgendwie auch schräg, dass wir als Indie-Pop-Rock-Bands in der gleichen Kategorie nominiert sind wie Cat Frankie, die eine der interessantesten Artists ist aus den letzten Jahren. Seit ich nach Berlin umgezogen bin, wollte ich immer eine Karriere in Deutschland haben. Jetzt habe ich das und jetzt bin ich auch für einen Preis nominiert. Und also es ist ein gutes Gefühl. Es muss viel mehr gute Musik in den öffentlich-rechtlichen Radiosendern gespielt werden. Und deshalb immer weiter VUT, mehr Vielfalt im Radio. Der Verband unabhängiger Tonträgerhersteller, 1300 Mitglieder mittlerweile stark. Das ist halt so, wenn du eine Hand hast und zwei, dann ballst du sie zu einer Faust. Und darum geht es, schlagkräftig zusammen was zu machen.